Hallo und herzlich willkommen zurück. Ey, wo gehst du hin? Nein, nicht zu Hey, wo gehst du hin? Das wäre ein komisches Spiel. Zu Ankh und. Reden wir mal. Wir sollten die Schere schärfen, genau. Okay. Da steht, ich löse Probleme. Dann reden wir mal mit ihm. Gut, er hat einen langen Bart. Aber wird er deshalb Warte, wirklich sag weise nicht. sein? Deine Gedanken sind ein Was ist offenes mit dem? Buch. Du Okay. bist von der Prediger Gebührenzentrale und willst meinen letzten Groschen eintreiben. Wow, und ich dachte, wir von der PGZ. Wow. Und ich dachte, wir von der PGZ sind perfekt getarnt. Nein, warte, es ist ganz klar. Du willst mir ein Abonnement für ein Tätowierungsmagazin andrehen. Okay. Genau. Nur ein Silberstück für ein Jahresabo. Du verkaufst Flaschenöffner für den Verein der anonymen Alkoholiker? Ich muss jetzt aber wirklich weiter. Na gut, zugegeben. Früher war ich mal ein besserer Weissager. Okay. Aber ich bin ja auch Privat- und Unternehmensberater geworden und höre mir jetzt die Probleme anderer Leute an. Das ist viel schöner, denn da muss man nicht viel wissen und wird trotzdem gut bezahlt. Ich habe da ein kleines Problem mit einem Todesfluch. Oh nein, du hast noch kein Problem. Komm wieder, wenn du ein Problem hast. Was? Ich habe ein Problem. Hallo, Verfluchter! Ich habe einen Todesfluch und ich finde, das ist ein ziemlich großes Problem. Oh nein, du hast wirklich kein Problem. Noch nicht. Komm wieder, wenn du ein echtes Problem hast. Okay. Kann ich hier? Nein. Wo schärfe ich hier die Schere? Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Nicht an der Fähre, offensichtlich. Ich will eigentlich. Ja, reden wir einfach mal mit dem Bootsmann. Ich. Ein recht kleines Schiff. Ein Fährmann, eindeutig. Hey Junge, alles klar? Fette Kiste, mein Flitzer, oder? Ist ein echtes Traumschiff, Kollege. Was brauchst du? Oh. Spricht denn hier keiner mehr ordentliches Ägyptisch? Was brauche ich? Sex, Drogen und Rock'n'Roll? Spricht denn hier keiner mehr ordentliches Ägyptisch? Verdammt, Junge, ordentliches Ägyptisch gibt's nicht mehr. Überhaupt, was ist schon ordentlich in Kairo? Junge, in dieser Stadt regiert die Straße. Was ich brauche? Sex, Drogen und Rock'n'Roll. So, du willst also das Übliche. Damals, als die Pyramiden gebaut wurden, hast du Stoff an jeder Ecke bekommen und ein Mädchen an der nächsten. Dann bist du in die erste Bar gestolpert und hast Lieder gegrölt, bis die nächste Schicht bei den Pyramiden angefangen hat, Junge. Das waren Zeiten, Junge. Aber heute Sex, Drogen und Rock'n'Roll. Siehst ja, was passiert ist. Ordentliche Gangster müssen Flusstaxifahrer werden. Also, wo willst du denn hin? Tja, ich war eigentlich noch nie aus Kairo draußen. Hey. Ohne ein Ziel fahre ich nirgendwo hin. Der Nil ist ein hartes Pflaster. Also, du weißt, was ich meine. Viele meiner Jungs hat's bei den Bootsrennen erwischt. Comprende, Muchacho? Komm wieder, wenn du weißt, was du sehen willst. Ja, dachte ich mir. Ich möchte nicht nur nicht aus Kairo hinaus. Ich hätte gerne die Schere geschärft, aber ich wüsste nicht, wo wir das hier machen können. Ich sehe auf jeden Fall keinen Ort. Wahrscheinlich müssen wir die Schere nicht wirklich schärfen und wir klauen die nur, so wie alles andere. Ah, okay, hier sind wir wieder bei denen. Ja, hier will ich aber nichts, dann gehe ich hier zurück. Okay, so. Gucken wir mal. Was haben wir hier oben denn? Unser Silberstück. Ist der. Wir gehen jetzt erstmal dahin, wo wir eigentlich hingehen sollten, von Anfang an, zum Palast. Und fragen danach, was da so los ist. Hast du das Spiel überhaupt gesehen? Ich bin in der zweiten Halbzeit eingeschlafen. Achso, ach, der konnte. In der Arena? Oh. Haben wir hier? Keine Bananen, keine Krokodile und keine Clowns? Krokodile verboten? Der Nil ist doch ein gutes Stück weit weg. Krokodile verboten? Der Nil ist doch ein gutes Stück weit weg. Was ist das hier? Kann ich das nicht nehmen? Ich möchte alles klauen, was geht eigentlich. Egal, gehen wir mal hier. Oh, ja. Schick. Zwei unbewaffnete Wachen. Willkommen im Point-and-Click-Adventure. Obwohl, ich glaube, der ist hier unbewaffnet.
Mit dem sollte ich mich besser nicht anlegen. Der macht mich sicher mit links fertig. Reden wir mal mit ihm. Halt, der Herr! Keinen Schritt weiter! Sonst betreten Sie unbefugt Privatgelände. Und mein Partner und ich, also wir müssen Sie dann für diese Ordnungswidrigkeit leider zerstückeln. Hört sich hart an, aber wir Wachen des Pharao, die sich vor nichts und niemandem fürchten, kennen leider kein Pardon. Damals kannte ich die ganzen Stimmen nicht, aber heute kenne ich seine Stimme, kenne ich auf jeden Fall auch, also... Ja, gut. Ich muss zum Pharao. Er muss meinen Fluch aufheben. Na klar, immer ist es schrecklich wichtig. Wissen Sie, das sagen Sie alle. Wenn Sie keine besseren Argumente haben, ist hier leider Endstation. Wir Wachen des Pharao, die sich vor nichts und niemandem fürchten, kennen kein Pardon. Und wenn ich furchtlos sage, dann meine ich furchtlos. Furchtlos wie ein... wie ein Fels. Okay. So, so. Ihr fürchtet euch also vor gar nichts? Fürchten? Wir? Dass ich nicht lache. Es gibt nichts. Absolut gar nichts, was wir fürchten würden. Der hat Vulkan aber was anderes gesagt. Nicht mal Riesenspinnen? Nö, die fürchten wir nicht. Nicht mal Geisterwölfe? Nicht mal unsere kleinen Schwestern fürchten sich vor diesen Kreaturen. Ah, da hätte ich noch was anderes auswählen können. Ich wollte eigentlich eins nach dem anderen abgehen. Giftquallen sind heftig. Nicht mal Giftquallen? Also, ich hatte mal einen Cousin, der kannte jemand, der vielleicht Angst gehabt hätte. Aber selbst das halte ich für ein Gerücht. Okay. Was sind denn Schleimadler? Nicht mal Schleimadler? Kinderkram. Wie gesagt, sind wir völlig furchtlose Ordnungshüter. Noch irgendwelche Fragen? Nach Krokodilen brauche ich ja dann gar nicht erst zu fragen. Ah, Krokodile! Oh nein, ich muss an dieses fürchterliche Gemetzel denken. Unten am Hafen, als die Flusspiraten angriffen. Und da war dieses Krokodil. Es biss all diese Arme ab. Seitdem tun wir hier oben unseren Dienst. Weit weg von den Kroko. Also ich will nichts mehr hören von diesen teuflischen Gestalten, klar? Ich möchte nicht mal dran denken, so einem nochmal. Naja... Wie auch immer. Ich glaube, Sie sollten jetzt besser gehen. Die furchtlosen Wachen müssen ein wenig meditieren. Und erwähnen Sie bloß nicht nochmal dieses schleimige, grüne Ding. Okay, reden wir mit dem Kleinen. Krokodile. Gilt. Jetzt hören Sie aber mal auf, oder wir müssen mit einer ernsten Verwarnung reagieren. Okay, gehe ich lieber. Okay, warte, ich habe einen Plan. Erstmal wollte ich die Socke nehmen. Entspricht nicht ganz meinem Stil. Kannst du es anziehen? Bitte zieh es an. Entspricht nicht ganz meinem Stil. Kannst du nicht anziehen, schade. Gehen wir mal zu den Wachen, ich habe nämlich eine Idee. Eine Lacroix-Tasche aus feinstem Krokodilleder. Das scheint nicht zu funktionieren. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Für eine Flasche. Es ist leer. Der Text darauf sagt, Spezialabführmittel wirkt fast so gut wie toter Fisch. Okay. Aber ich habe gerade keine Magenbeschwerden eigentlich. Na gut, gehen wir mal wieder zurück in die Gasse. Also müssen wir ein Krokodil beschaffen. Offensichtlich. Die Tasche haben wir ja schon. Also das Leder haben wir schon. Jetzt brauchen wir noch einen Kopf. Und den Körper. Oder wie? Okay. Und wie kannst du dann das Spiel sehen? Die Tür ist verschlossen. Die Tür ist verschlossen. Al-Rahib sitzt gewöhnlich auf den Schultern seines Bruders. Kann ich irgendwie durch Fenster klettern oder so? Und berichtet uns vom Spiel. Mal gucken. Ich brauche mein Silberstück wieder. Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich gerade machen muss. Die fasse ich lieber nicht an. Davon habe ich genug. Lieber nicht. Auf faules Obst bin ich nicht besonders scharf. Ob er irgendwas sieht mit diesem Ding vor den Augen? Ist mein... Stumpf wie eh und je. Ein Jammer. Wie kriege ich die denn wohl scharf? Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Das scheint nicht zu funktionieren. Okay, ist bei dir noch irgendwas? Ich muss Ihnen nochmal danken. Jetzt werde ich vorsichtiger durchs Leben gehen. Ja, klar, Omi. Mit dir kann ich auch nichts... Etwas bieder. Was?
Vermutlich gefüllt mit verschiedenen Waren. Okay. Reden wir mit dir. Er hat angeboten, mir zu helfen, wenn ich Fragen habe. Willkommen, junger Mann. Willkommen auf dem großen Ball. Ja, das wissen wir. Wenn du irgendwelche... Danke. Ich komme... Oh, kein Problem, Mann. Okay, mit dir habe ich alles schon geklärt, alles soweit. Okay. Also wir müssen... Was haben wir da? Das sieht auffällig aus. Ist es aber nicht, okay. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Das scheint nicht zu funktionieren. Kommen Sie ins neue Familienparadies. Die Bootsfahrt mit dem gewissen Etwas. Nimm das Flusstaxi. Schön gemalt. Ich überlege gerade, wir müssen... Versuchen wir erstmal eins nach dem anderen zu machen. Also im Moment sieht es so aus, als würden wir... Ich habe keine Ahnung. Wie kann der noch irgendwem irgendwas erzählen? Erstmal die Schere das war ja diesmal auch unser schärfen. Problem. Diesmal haben wir nur zuhören können. Entschuldigung. Ist mein Wecker. Okay. Olgas Fischburger. Diese Katze sieht sehr gierig aus. Eine solide Eisenstange. Kann ich die mitnehmen? Okay. Eine solide Eisenstange. Das scheint nicht zu funktionieren. Damit kann ich es aber auch nicht schärfen, okay. Jemand transportiert Säcke damit. Keine Ahnung, was da drin sein könnte. Das scheint nicht zu funktionieren. Das geht nicht, was? Du kannst sie nicht aufbrechen. Das scheint nicht zu funktionieren. Okay. Schön, dass ich voll überfragt bin. Wir müssen zum Palast, ganz eindeutig. Reden wir mit den Leuten hier. Du schon wieder. Hey, gib mir mein Silberstück zurück. Auf keinen Fall. Jetzt können wir uns endlich was zu essen holen gehen. Aber wenn wir gehen, dann könnte doch der Pyramidenbauer flüchten, oder? Stimmt. Was für eine unangenehme Situation. Wie können wir zur gleichen Zeit fortgehen und hierbleiben? Mann, ihr seid zwei Keller, einer könnte gehen und einer bleibt hier. Ich hol euch was zu essen. Ich könnte euch ja etwas zu essen holen. Oh, das würdest du tun? Uns ein leckeres Sandwich bringen? Aber dafür würde ich natürlich mein Silberstück zurück benötigen. Oh klar, um damit abzuhauen. Erst den Job, dann die Kohle. So läuft das bei uns Attentätern. Okay. Ich schau mal, was ich auftreiben kann. Fein. Nun geh. Also brauche ich einen Fischburger jetzt für die Leute, okay? Okay, wie kriege ich jetzt einen Fischburger ohne Geld? Ich brauche einen Fischburger, um mein Geld zurückzubekommen. Aber für den Fischburger brauche ich Geld. Warte mal. Ist ein stinkender Fisch. Kann ich den vielleicht irgendwie einfangen? Das scheint nicht zu hier funktionieren. Hier vielleicht mit der Netzsocke. Ah. Hab ich dich. Wenn man will, dass den noch jemand isst, müsste man ihn gut verpacken. Das könnte ich hier machen, damit die Katzen... kann ich die schlagen? Ja, ich weiß, es klingt total brutal und gemein, aber... Das scheint nicht zu funktionieren. Vielleicht den Fisch geben? Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Auf Olga werfen. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Okay. Hey, Finger weg! Okay. Hey! Ich kann sie nicht beklauen. Katzen sind die Lösung, eindeutig. Olgas Fischburger. Wie kriege ich die Katzen dazu? Die Fischburger zu. Diese Katze sieht sehr gierig aus. Oh. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Ich hätte ja daran gedacht, dass ich die vielleicht schlage oder so. Okay, reden wir einfach mal mit Olga. Ja, Olga. Hey, Finger weg! Ja, ich will mit dir reden.
Hallo. Ich habe doch gesagt, kein Geld, kein... Okay. Ich finde es komisch, dass ich die Kiste nicht aufbrechen kann. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Oh, ich habe keine Ahnung, was ich machen muss, ganz ehrlich. Also, kann ich hier vielleicht irgendwas holen? Ja, sieht nicht so aus. Eine Vase, kann ich die nehmen? Ich brauche keine Vase. Ich brauche keine Vase. Wieso brauchst du keine Vase? Jeder braucht eine Vase. Sicher nur modische Dekoration. Kein Grund zum Fürchten. Dinars besondere Waren. Ich weiß nicht. Er hat etwas Unangenehmes an sich. Ah, der werte Herr. Kann ich mit meinem Wissen behilflich sein? Ich wüsste nicht wie. Wir kommen schon noch in... Okay. Du bringst mir also gar nichts. Das heißt, Padis Akbar wollte diesmal auf El-Mohobs Schultern sitzen. Hier oben mit dir reden. Guten Tag, der Herr. Nach Ihrem Auge. Okay. Ich hab mich... Wegen des Bananendiebstahls. Okay. Ja, und das war das Problem. Hey, warte doch mal. Bakir hat das Spiel bis zum Elfmeter kommentiert. Er ist immer zum Feld gelaufen und wurde zurückgebracht. Das scheint nicht zu funktionieren. Dann haben sie ihm die Ketten wieder angezogen. Eine beim Bratenhorn? Elfmeter, sagst du? Welcher Elfmeter? Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Ja, der von Mustafa, okay. Von den Kairo-Pharaos. Ach, der Elfmeter war unberechtigt. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Nein, war er nicht. Was könnte ich denn machen? Ein prunkvolles Gebäude aus dem Ohren. Ja, das will ich aber nicht. Ich bin verwirrt. Es würde ihm nicht gefallen, wenn ich die vor seinen Augen stehle. Was willst, kannst du mir anbieten? Was kann ich? Nee. Ich will ein schön... Ich brauche keinen Wein im Moment. Ich brauche Hilfe. Okay, mal gucken. Reden wir mal mit Fatima. Gucken mal, was sie zu sagen hat. Wo ist sie denn? Da ist sie. Hallo, Asil. Du siehst nicht viel reicher aus als vorher. Normalerweise holt man sich ja erst so eine Karte, um reich zu werden. Ja, aber wer den Schatz der Wüste finden will, muss eben investieren. Ha. Ich muss irgendwas übersehen. Logischerweise. Mal gucken. Aber hier rein gehe ich nicht. Höhle des Löwen wäre gerade eine Untertreibung für diesen Raum. Ist hier irgendwas zu holen? Ein Sandwich soll ich denen bringen. Kein Fischburger, wie gesagt. Ansonsten bringen die mir auch nichts. Oder? Wahrscheinlich nicht. Ich würde ja gerne die Schere schärfen, aber das kann ich im Moment nicht. Ich wüsste auf jeden Fall nicht wo. Nasser Stein. Auf dem Stein sind Schleifspuren zu erkennen. Auf dem Stein sind Schleifspuren zu erkennen. Okay. Gehen wir mal dem hier. Kann er uns jetzt helfen? Hallo! Was bist du für ein Problemlöser, wenn du die Probleme der Leute nicht ernst nimmst? Oh, glaube mir, ich nehme dein Problem sehr ernst, sobald du ein richtiges hast. Du bist doof. Okay. Sieht eklig aus. Er sagt nichts dazu irgendwie. Okay. Wie auch immer. Irgendwas muss ich hier machen. So gelangt man in die Bulettenbude. Oh. Okay. Ich muss einfach dann schnell genug was klauen. Wenn sie gerade nicht guckt. Habe ich sie geklaut? Glaube ich nicht. Versuchen wir es nochmal. Das habe ich so gelangt man vorher gar nicht gesehen. Los, lauf, Asil. Das ist...
schön langes Geräusch. Ein Mittagessen mit eingebauter Falle. Aber das war ja Timer. Aber ich will eben noch das abgeben, den Fischburger, den wir jetzt gemacht haben. Boah, ich bin so klug. Ich habe eine ganze Folge gebraucht, um nur den Fischburger zu machen. Aber nun gut. Gehen wir den mal ab. Lecker. Ein saftiges Fischbrötchen. Hier, hast du deine Bezahlung. Schau mal, Matschauge. Jetzt gibt's Futter. Boah. Ein etwas seltsamer Nachgeschmack. Ich hab nur einen gemacht. Wie wird mir? Ich glaube, ich muss mal ganz dringend wohin. Ich komm mit. Ich bräuchte mal was zum Abwischen. Ja. Okay. Nicht viel, aber jeder fängt mal klein an. So, jetzt habe ich wieder eine Silbermünze. Aber ich bedanke mich dafür, dass ihr zugesehen habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen, so wie es mir gefallen hat. Und wir sehen uns das nächste Mal bei Ankh. Bis dann. Tschüss.